Wir sehen uns auf reitschuster.de. Guten Abend aus Charlottenburg. Eine unglaubliche Geschichte. Eine 9-Jährige ist ohne Einverständnis ihrer Eltern geimpft worden. Und es ist eine tragikomische Geschichte, muss man fast schon sagen. Ich konnte sie zuerst gar nicht glauben. Und als ich die Nachricht bekommen habe von einem Leser, der mir eine Audiobotschaft geschickt hat, beziehungsweise den Mitschnitt, den Audiomitschnitt des Beitrages aus dem lokalen Sender, da dachte ich, das muss eigentlich eine Ente sein, ist aber keine Ente. Und zwar ist ein 9-jähriges Mädchen in Bobingen bei Augsburg aus Versehen sozusagen geimpft worden mit dem BioNTech-Impfstoff, der ja keine Zulassung für Kinder hat. Keiner der Impfstoffe hat eine Zulassung für Kinder unter 12 Jahren. Und wie war das Ganze? Der Vater ist mit diesem Kind zur Impfung in das Impfzentrum und hören wir uns einfach mal ganz kurz an, wie der Vater das schildert im Interview mit dem Lokalsender RT1, der zur Augsburger Allgemeine gehört. Jetzt hier ein kurzer Ausschnitt aus diesem Interview mit dem Vater bei RT1. Also wir haben uns beide auf den Stuhl gesetzt, hat uns begrüßt, grüß dich, wie heißt du? Emma, wie alt bist du? 9. Und sie hat dann gesagt, ich habe keine Angst vor Spritzen. Er hat dann mit meiner Tochter rumgeflaxt, den Arm so ein bisschen hoch, sprüht es ein, wischt es ab, geht so mit der Spritze hin. Und wir haben wirklich gedacht, das ist ein Joke, auch die Arzthelferin, gell? Schiebt die rein und spritzt ihr den Impfstoff bei. Und ich war wie gelähmt, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ja, unglaublich die Geschichte. Ich konnte es zuerst wirklich auch nicht fassen. Und was mich dann noch betroffener gemacht hat, das waren Reaktionen, als ich darüber schrieb. Also zum einen hieß es dann, ja, das sei doch alles erfunden und aus den Fingern gesogen. Vor allem die Reaktion vom Vater, das sei erfunden. Also es ist die alte Tucholsky-Weisheit. In Deutschland gilt derjenige, der auf Schmutz hinweist, viel schlimmer als derjenige, der das zu verantworten hat. Und natürlich war der Vater geschockt. Das ist die normalste Sache der Welt in meinen Augen. Und hören wir noch mal ganz kurz rein in dieses Interview mit RT1, dem Augsburger Lokalsender, was der Vater dazu sagte, wie er reagierte. Du hast nur Angst. Du hast Angst, dass du dein Engelchen verlierst und denkst halt, das wird es gewesen sein, mein Kind. Mhm. Die hat eine Dosis eines Erwachsenen bekommen und keiner weiß ja, was wirklich Fakt ist. Mhm. Ne? Da gibt es ja noch keine Studien, nichts. Total Panik und die ganze Familie hat nach oben gebetet und du bist leer. Ja, das Kind wurde dann mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht, 24 Stunden dort beobachtet. Gott sei Dank, so sagt der Vater, ist im Moment nichts zu bemerken an negativen Folgen. Kann man nur hoffen und beten, dass das wirklich so bleibt. Und ganz interessant, in dem Interview fragt dann der Journalist, ob die jetzt auch die Zweitimpfung bekommt. Also unglaubliche Frage. Natürlich bekommt sie die nicht. Das ist ja auch eine Erwachsenendosis. Und zum Zweiten weiß man ja gar nicht, wie das Ganze auf Kinder wirkt bis heute. Das ist ja ein mRNA-Wirkstoff, also ein Wirkstoff, der mit Genen zu tun hat. Und Kritiker, Achtung YouTube-Zensoren, ich zitiere nur Kritiker, Kritiker sagen, das sei Gentherapie. Deswegen, mich fasziniert das immer, dass in Deutschland, wo die Leute ja sogar offenbar Wert darauf legen, viele, dass auf der Milch steht, dass die Kuh keine genveränderten Gräser bekommen hat, dass man in Deutschland hier umgekehrt bei einem Impfstoff, der mit Gentechnik zu tun hat, überhaupt keine Sorgen hat. Ich stelle das nur wertneutral fest, dass mich das wundert. Und wie gesagt, dann gab es auch Häme von einigen, die sagten, ja, der Vater selber lässt er sich impfen und bei der Tochter macht er sich Sorgen. Finde ich nicht richtig, diese Häme, weil er mag ja davon überzeugt sein, dass das für ihn richtig ist. Für Kinder ist es ja nicht zugelassen. Meine Einstellung zu dem Ganzen ist bekannt. Ich zitiere Kekulé, den regierungsnahen Virologen, der sagte, das sei ein einmaliges Experiment und ich bin bei Experimenten immer sehr vorsichtig, bin nicht selber gerne jemand, der da an vorderster Front an sich experimentieren lässt, aber das muss jeder mit sich selber ausmachen.
Gerade bei Twitter gab es sehr viel wieder Spott und Aggression über diese Nachricht. Und ja, ich finde das wirklich traurig, wie der Hass da offenbar manche zerfrisst, weil es ist ja doch eine unschöne Geschichte. Und wie gesagt, warum auf den Überbringer der unschönen Geschichte das Ganze konzentrieren? Psychologisch sehr verständlich. Was trifft, trifft zu. Und wer die Realität verdrängt, wer eben nicht hören will, was nicht so gut läuft, für den ist das natürlich bedrohlich. Wobei man aus diesem einzelnen Vorgang natürlich keine Rückschlüsse ziehen kann. Aber was da sehr interessant ist, das sagt auch der Vater, er sagt, die Leute seien mit den Nerven offenbar am Ende in den Impfzentren, die seien überlastet, und sehr viel spricht dafür, dass dieser Arzt hier auch einfach die Nerven verloren hat, dass er gar nicht mehr wusste, was er macht, dass er, wie man das in Russland sagen würde, im Autopilot sozusagen hier agierte. Und nachdem er im Spiel dem Kind den Arm gereinigt hat, war er offenbar dann auf dem Autopilot und war dann sofort auf das Impfen programmiert. Er wurde sofort vom Dienst suspendiert, wie es in diesem Bericht heißt. Und die Polizei sagte, der Vater habe auch eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgegeben, obwohl er in dem Interview sagt, dass er fast schon Verständnis hat für diesen Arzt. Eine unglaubliche Geschichte, die ich Ihnen nicht vorenthalten wollte. Vielen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute, danke. Ciao. Und einen hätte ich noch, unglaubliche weitere Geschichte heute auf meiner Seite, die über dieses Kind ist dort auch zu finden. Ein Lehrer, der remonstriert hatte, also der sich wehrte gegen die ganzen Corona-Verordnungen und der dann so gemobbt wurde, dem man das Leben so zur Hölle machte, dass er jetzt aus Deutschland politisches Asyl beantragt in Florida. Lesen Sie auf meiner Seite. Alles Gute, danke, ciao. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie, machen Sie die Glocke an. Danke, auf Wiedersehen. Und ein kurzes Backstage noch, auch keinen Witz heute, sondern ein Aufruf sogar. Es ist ja immer wieder davon die Rede, auch von Spahn und anderen, dass es einen riesen Aufruhr gibt, einen riesen Anlauf an die Impfstellen, dass sich da die Leute fast schlagen, dass es einen riesen Andrang gibt. Und da wäre die Bitte an Ärzte, die hier zuschauen, an Krankenschwestern, an Arzthelferinnen, ein kurzes Feedback. Und dann sind wir jetzt doch beim Witz, weil die große Frage, die ich mir stelle, trifft das zu oder nicht? Und es gibt wahrscheinlich kaum eine Lebenssituation, für die es nicht einen wunderbaren russischen Witz gibt. Und jetzt diesen russischen Witz, sehr tiefgründig, er schließt sich nicht sofort, aber Sie werden sehen, er passt wunderbar auf diese Situation. Treffen sich zwei Bekannte. Ah, Wladimir, wie geht's dir? Ach, Ivan, ich hatte so eine schlechte Phase und dann hat sich mein Leben wie durch ein Wunder zum Guten gewandelt. Ich bin jetzt so glücklich, also fantastisch. Ja, was hast du gemacht, Wladimir? Ja, ich habe mir einen Elefanten gekauft. Was? Wie das? Ja, das machst dir keine Vorstellung. Das ist so eine Freude, dieses Tier immer im Garten und mit seinem Rüssel. Und es ist eine ganz neue Lebensqualität. Du wachst in der Früh auf, freust dich über den Elefanten und abends gehst du ins Bett, freust dich über den Elefanten. Phänomenal. Und fragt Ivan, wo kann man die kriegen? Sagt Wladimir, ja, die kannst du eigentlich gar nicht kaufen, geht überhaupt nicht. Ja, aber wie? Ja, geht nicht. Ja, aber dann verkauf mir deinen. Ach, ich nie im Leben würde ich den verkaufen. Doch, 10.000 Rubel. Ach, bist verrückt. Und dann handeln sie, also 100.000 Rubel. Okay, Ivan kauft den Elefanten und ist völlig glücklich. Nach 2 Wochen treffen sie sich wieder. Dann fragt Wladimir, na Ivan, wie geht's? Dann sagt er, das ist ja verrückt, sagt er mit dem Elefanten, das ist eine Katastrophe, was hast du mir da erzählt? Das ist ja, der ganze Garten hat sich verwandelt in einen Schlamm, das ist überall der Kot von diesem Elefanten, ich muss den ständig treiben, es ist die Hölle geworden, das Leben, wie konntest du nur? Und dann sagt Ivan, Moment, mit so einer Einstellung wirst du den Elefanten nicht los. Ja, sehr, sehr hintergründig. Und da ist eben meine Frage, hat das mit den Impfungen etwas mit diesem Witz zu tun? Wenn man sagt, ach so begehrt und alle wollen das und alle stehen an, dann wird man den Elefanten natürlich schneller los, als wenn man sagen würde, ja, läuft schleppend und dergleichen. Wie gesagt, keine Behauptung, ist nur eine Frage, ganz wertneutral. Deshalb würde mich das interessieren, Feedback von Arzthelfern, Ärzten
oder Krankenschwestern, Krankenbrüder, da haben wir schon diskutiert. Ich weiß den deutschen Begriff nicht. Auf Russisch wird es direkt übersetzt mit Medbrat, also Krankenbruder. In Deutschland wäre das, klingt das ja schon etwas merkwürdig, ist sicher wieder eine Umkehrung. Medizinisch-technischer Assistent ist es, glaube ich. Und nochmal Hinweis an die YouTube-Zensoren, so weit sind wir schon, aber die Zensoren sollen auch informiert sein. Hier waren überhaupt keine Tatsachenbehauptungen. Es ging um einen Witz, es geht um Satire und um eine Befragung der Zuschauer. Also bitte die Schere in der Hosentasche laschen. Die Schere, jetzt kann ich schon nicht mehr normal die deutschen Wörter aussprechen. Das ist ein Zeichen dafür von oben oder von unten oder von wo auch immer, dass ich jetzt Schluss machen muss und mich von Ihnen verabschieden sollte. In diesem Sinne, alles Gute, danke, ciao, Grüße aus Charlottenburg.